Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Oh, Korrupte. Ich hasse Korrupte. Man könnte so schön sofort am Generator Speed geben. Und jetzt muss man erstmal gucken. Oh, hi. Oh, hi. Ey, keiner grüßt zurück. Völlig unsozial, die Leute. Also die beiden. So, voll die Lootgeier bestimmt, ne? Ja, richtige Lootgeier. So, ich bin Totemgeier, aber sozial. Ja, also ich habe gegrüßt. Nur jetzt hätte ich gern wirklich irgendeinen Totem. Wo? Okay, ich weiß nicht wo, aber ich bin jetzt eh erstmal auf der Suche nach einem Totem für meine innere Kraft. Weil. Oh, da ist es. So. Ich fühle mich dann schon immer sicherer, ne, wenn ich innere Kraft mit habe. Also wenn die interaktiv ist, ne, weil innere Kraft mithaben ist nicht das Gleiche. Wenn es nicht aktiv ist, hat man nichts von, ne. So, aber jetzt erstmal schauen. Okay, komm. Oh, ich kriege Unterstützung. Hi. Ach, das ist die gleiche. Ach, das ist die gleiche aus dem Killerhütte. Aus der Killerhütte. Ich jetzt war ich schon zweimal sozial zu ihr. Und ich krieg's nicht zurück. Ich kriege es nicht zurück. Okay. Jetzt grüße ich mal auch nicht. Aber ich wurde auch nicht gegrüßt, ne? Ich meine, diesmal bin ich nicht in Vorleistung gegangen. Es ist der Fallensteller. Da hat jetzt irgendjemand eine Falle sabotiert, ne? Okay, immerhin gut zu wissen. So, wir kriegen das jetzt hier fertig. So. Okay, hier ist zumindest ein Totem. Ich glaube, ich lasse das mal. Ja. Komm, wir nehmen das auf dem Hügel. Das auf dem Hügel ist präsenter. Und ich hoffe, dass ich dann hier nachher ein Totem auf Lager habe. Geheimer Vorrat. Wenn ich gleich nochmal eins brauche. Weil man mit innerer Kraft möchte man am liebsten ja immer ein Totem haben. Ne? Auf der anderen Seite, hinterher ist Endgame. Ne? Und Nöte ist dann am Start und man hat die ganzen Totems nicht weggeputzt. Ah, jetzt habe ich mich gerade erst erschrocken, ey. Das war Blendgranate, ne? Jetzt ist Blendgranate aktiv. Okay, der zweite. Da sind auf jeden Fall noch zwei. So, mein Geheimvorrat ist auch da. So. Ach, mal schauen. Was ist er denn, verdammt? Also wenn wir den jetzt hier auch noch fertig bekommen, ne, dann haben wir ja. Ach, jetzt ist die eine sogar schon wieder geheilt. Zwei Gents sind ja schon fertig, ohne dass er irgendjemand am Haken hat. Okay. Ja, dich erkenne ich. Du bist die Unsoziale aus der Killerhütte. Schön, dich zu sehen. Nice, deine Bekanntschaft zu machen. Nicht. Ach ja. Jetzt gleich haben wir so tatsächlich drei fertig und noch nichts ist vom Killer passiert. Entweder hat er den Anfang der Runde echt verschlafen, so wie ich letztens irgendwie, hat sich vielleicht einen Kaffee gegönnt. Oh. Komm, schnell. Hä? Ich drücke. Ich hab gedrückt. Okay, jetzt wollte er sich auf sie konzentrieren, ne? Ey, ich hab aber gedrückt, was ist das? Auch immer vorsichtig sein. So, hier wurde auch ein Totem, ne? Oh, jetzt hat sie nochmal erwischt. Bestimmt an der Killerhütte. Da hat er dann auf jeden Fall Fallen gelegt. Wie gesagt, würde ich als Fallensteller auch immer machen.
Ah, jetzt sehe ich da eine Falle. Na, oh, er hat mich gesehen, ne? Okay. Nicht da durch, nicht da durch. Ich denke mal, da eine Palette hat er die Falle gesetzt, ne? Ja, eine Falle hat er auf jeden Fall gesetzt. Ich sehe das nicht. Ah, komm, nee. Ah, er ist schon weg. Ich traue mich nicht, da durchzugehen. Oh, fuck. Was ist das denn? Komm, komm, komm. Ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. So. Ich gehe weg. Nimm sie, nimm sie. Scheiße. Oh, der geht auf mich jetzt, ne? Ich hab gesagt, auf sie, nicht mich. Oh, Scheiße. So, komm, komm. Ich hasse es sowieso. Oh, das wird... Boah, knapp, ja. Das wird knapp. Das wurde knapp. Hab ich jetzt zumindest gedacht. Komm. Ah, er könnte das mal kaputt machen, damit ich ihn mal blenden kann, verdammt. Oh, shit. So, komm. Vor allen Dingen, letztens hatte ich es gesagt, ne? Ich will ja momentan jetzt mehr versuchen, den Killer hinzuhalten. Komm, 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 komm. Oh, Scheiße. Oh, das war jetzt echt Glück, echt Glück. Nur ich finde das, das war ja nicht mein Spielstil, jahrelang. Mach doch kaputt, damit ich dich blenden kann, Mann. Okay, jetzt ist er ab. Okay, so, ich gehe erstmal jetzt kurz in Chicken Palast. Da. Nee, wie gesagt, es ist so. Ja, Let's Play. Wenn man versteckter und stealth unterwegs ist, dann ist es mit einem Kommentar oder mit einem Let's Play halt einfacher, ne? Weil natürlich, ich bin schon alt, ne? Aber alles, so manche Sachen kriege ich noch Multitasking hin, so, ne? So, atmen und gleichzeitig existieren. Beide Sachen schaffe ich noch. Aber so jetzt hier hinhalten, sinnvoll überlegen, wie man hinhält und gleichzeitig kommentieren, ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, war klar, Fall hat er gelegt. Jetzt weiß er auch gleich, dass wir hier sind. Ja, hi. Ja, er kommt auch wieder. Er kommt wieder. Der legt tatsächlich erst die Falle wieder dahin, ne? Anstatt jetzt irgendwie zu verfolgen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo das andere Tor ist. Einer ist schon raus. Oh, komm, ich geh mal gucken. So. Ach ja, einer hat aufgehangen, ne? Okay. So, sie geht jetzt raus anscheinend. Die andere auch. Sie kam sogar wieder raus hier. Der legt da alles voller Fallen, ne? Wir könnten eigentlich jetzt den anderen Ausgang machen, glaube ich. Okay, die ist auch raus. Ah, hier müsste ich erst die Falle machen, ne? Komm, wir gehen wieder zurück.
Ich glaube, ich probiere jetzt einmal mit hartem Nehmen über die Falle. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht bisher. Und ja, müsste ja zu schaffen sein, ne? So. Komm, ich brauche einen Schlag, ich brauche einen Schlag. Ja, selbst der war laggy. Jo, und drüber. Ja, okay. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es gefällt und macht Spaß. Das, was ich halt immer hoffe, ne? Am Ende einer Runde. Und ja, über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, über Tipps oder sowas ähnliches freue ich mich immer in den Kommentaren. Und wie gesagt, ich antworte ja auch meistens auf alle Kommentare und so weiter. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt. Auch ein bisschen andere Spielweise. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Ich sage einfach mal ciao, euer Malida.